Herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung über Markov-Prozesse. Lass mich kurz zusammenfassen, was wir in der ersten Vorlesung kennengelernt haben. Es waren im Wesentlichen die Begriffe von Filtration, rechtsstetige Filtration und deren Eigenschaften und die Konsequenzen, die sich daraus ergaben. Dann der zweite Begriff war der Stopp- und Optionalzeit. Die hingen eng damit zusammen, mit dem der Filtration. Und dann der dritte Begriff, den wir uns angeguckt haben, waren Prozesse und stochastische Prozesse. Und wir haben uns Fragen gestellt, wann sind Prozesse ununterscheidbar oder wann handelt es sich um Modifikationen voneinander. Heute soll es darum gehen, wie sieht es aus mit dem Zusammenhang von Stoppzeiten und Prozessen. Insbesondere soll es darum gehen, welche Eigenschaften haben gestoppte Prozesse hinsichtlich der Messbarkeit, die durch die Messbarkeitsstruktur der Stoppzeit gegeben ist. Lassen wir uns einfach beginnen. Also die erste Frage ist überhaupt, welche Messbarkeitseigenschaften haben Prozesse? Und hier möchte ich drei Begriffe zunächst definieren, und zwar den Begriff der Adaptiertheit, den der progressiven Messbarkeit und den der Messbarkeit. Startpunkt ist wie immer ein filtrierter Raum, Omega F, zusammen mit dieser Filtration FT. Auf diesem Raum möchte ich einen Prozess betrachten mit Werten in dem messbaren Raum RE mit diesem kalligraphischen E, mit dem ich wieder die Sigma-Algebra auf diesem Raum bezeichnen möchte. Und dann heißt der Prozess X adaptiert, falls die Zufallsvariable XT FT messbar ist. Das heißt, die Urbilder jeder messbaren Menge aus E liegen in FT. Und die Filtration FTX, das ist jetzt eine besondere Filtration, die ist gerade dadurch definiert, dass ich mir angucke, also die kleinste Sigma-Algebra, bezüglich der alle Zufallsvariablen XS messbar sind. Und das nennt sich, diese Filtration nennt sich die natürliche Filtration oder die von X erzeugte Filtration. Ein zweiter Prozess ist der progressiven Messbarkeit eines Prozesses. Und hier gucke ich mir jetzt an die Abbildung, die jedem Paar bestehend aus Zeit und Zufall, also ein Element aus Omega, den Wert zuordnet, XS von Omega. Also ich gucke mir wirklich an diese Abbildung und also diese gemeinsame Abbildung von Zeit und Omega. Und ich frage danach oder nenne die progressiv messbar, falls sie messbar ist bezüglich der Produkt-Sigma-Algebra, und zwar der Borel-Sigma-Algebra auf dem abgeschlossenen Intervall 0t und dem Element aus dieser Filtration Ft. Ein etwas allgemeinerer Begriff ist der Messbarkeit. Hier gucke ich mir auch an, die Abbildung, die jedem Paar bestehend aus Zeit und Omega den Wert XS Omega zuordnet. Aber hier frage ich nur danach, ob Urbilder von messbaren Mengen aus dieser Sigma-Algebra E in der Borel-Sigma-Algebra null und endlich Tensor der Sigma-Algebra F auf meinem Ursprungsraum. Sie können sich jetzt verschiedene Fragen stellen. Also die erste Frage ist, wie sieht es denn aus mit der Adaptiertheit des Prozesses X an die natürliche Filtration? Und Sie sehen, per Definition ist dieser Prozess daran adaptiert. Daher auch der Begriff der von X erzeugten Filtration. Die zweite Frage, die Sie sich stellen können, ist, wie sieht es jetzt aus mit Zusammenhängen? Also impliziert progressive Messbarkeit, Messbarkeit und Adaptiertheit. Und das ist der Fall. Das sieht man relativ leicht. Also nehmen wir uns mal eine messbare Menge aus E her. Und wir nehmen an, der Prozess sei progressiv messbar. Dann wissen wir ja, das Urbild dieser Abbildung liegt in der Sigma-Algebra, der Borel-Sigma-Algebra auf 0t Tensor mit der Sigma-Algebra Ft. Und das ist natürlich eine Sub-Sigma-Algebra von der Sigma-Algebra Borel-Sigma-Algebra auf 0 und endlich Tensor F. Damit haben wir gesehen, dass jeder progressiv messbare Prozess messbar ist. Das zweite
ist natürlich auch jeder progressive messbare Prozess adaptiert, weil ich weiß ja, das Urbild bezüglich Omega liegt in dieser Sigma-Algebra FT. Projektionen sind messbar, damit erhalte ich auch die Messbarkeit von XT selber. Diese beiden Eigenschaften habe ich nochmal hier in der Bemerkung zusammengefasst. Die Frage, die Sie sich stellen können, ist, gilt auch die Umkehrung? Also unter welchen Bedingungen kann ich aus der Adaptiertheit und der Messbarkeit schließen, dass der Prozess X progressiv ist? Und im Allgemeinen ist das nämlich nicht der Fall, wie das folgende kleine Beispiel zeigt. Also betrachte ich einfach diesen filtrierten Raum Omega F und eine gegebene Filtration. Ich nehme mir hier eine Menge A, eine Teilmenge A aus 0 und endlich, die ich so wähle, dass sie nicht Borel Sigma messbar ist. Und dann gucke ich mir an die Abbildung XT Omega, die gerade dadurch gegeben ist, dass ich mir bezüglich der Zeit die Indikatorfunktion auf dieser Menge A angucke. Das heißt, in Omega ist diese Abbildung eine Konstante. Und in der Zeit nimmt diese Abbildung einfach zwei Werte an, 1 oder 0, je nachdem, ob der Zeitpunkt t in a liegt oder nicht. Dadurch, dass die Funktion in Omega eine Konstante ist und wir wissen, dass konstante Abbildungen messbare Abbildungen darstellen, können wir sehr leicht schließen, dass dieser Prozess xt an ft adaptiert ist. Warum? Naja, das Urbild bezüglich jeder messbaren Menge aus der Borel-Sigma-Algebra BR. In Omega ist entweder der ganze Raum oder die leere Menge, je nachdem, wie die Menge aus diesem Raum gewählt ist und je nachdem, welcher feste Zeitpunkt t, also ob diese Abbildung 0 oder 1 ist und diese 0 oder 1 in der Menge liegt, die ich gewählt habe. Das heißt, Adaptiertheit haben wir gegeben. Wie sieht es jetzt mit der Messbarkeit aus? Ja, und hier ist genau der Punkt, dass wenn ich mir das Urbild einer Borel-messbaren Menge angucke unter dieser Abbildung, dann halte ich gerade in der Zeit gerade das Problem, dass ich damit das Urbild gerade durch die nicht Borel-messbare Menge A gegeben ist oder ihr Komplement. Und beide Mengen sind halt nicht Borel messbar und damit habe ich das Problem, dass diese Abbildung halt nicht bezüglich der Borel-Sigma-Algebra 0 und endlich Tensor-FT messbar ist. Das heißt, was fehlt uns eigentlich noch, um sozusagen die umgekehrte Implikation zeigen zu können? Und ein hinreichendes Kriterium ist das folgende. Ich nehme ja wieder einen Prozess X her, auf einem filtrierten Raum. Und jetzt möchte ich bezüglich dem Zustandsraum annehmen, dass dieser Raum E ein metrischer Raum sei. Und entsprechend möchte ich mit BE die entsprechende Borel-Sigma-Algebra bezeichnen. Und falls jetzt der Prozess X adaptiert und rechtsstetig ist, dann impliziert dies, dass der Prozess X progressiv messbar ist. Das heißt, Sie sehen, wir brauchen diesen Begriff der Rechtsstetigkeit oder Linksstetigkeit. Und für diesen Begriff von Rechts- oder Linksstetigkeit brauchen wir natürlich im Hintergrund eine topologische Struktur. Und dadurch, dass wir angenommen haben, dass der Raum metrisch ist, haben wir natürlich auch eine topologische Struktur gegeben. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Ich möchte ihn mal nur ausführen im Falle von der Annahme, dass x rechtsstetig ist. Und adaptiert nach Voraussetzung. Und jetzt definiere ich mir eine Diskretisierung von diesem Prozess X in der folgenden Art und Weise. Also t sei jetzt hier fest. Ich gucke mir an eine natürliche Zahl n und ich gucke mir an sozusagen einen Wert s in dem Intervall 0t. Und dann ist der Prozess xsn von Omega wie folgt gegeben. Also ich unterteile mir erstmal mein Zeitintervall in diese Teilintervalle mit der Länge t durch n. Und ich gucke mir hier an, wenn s in dem Intervall k-1 t durch n und kt durch n liegt, in diesem halboffenen Intervall, dann möchte ich diesem
Prozess hier den Wert an der rechten Intervallgrenze zuordnen, nämlich zum Zeitpunkt kt durch n von Omega. Und zusätzlich möchte ich sozusagen, dadurch, dass der letzte Zeitpunkt hier nicht drin ist, dadurch, dass ich hier immer halboffene Intervalle betrachtet habe, addiere ich noch hinzu den Wert zum Zeitpunkt t. Hier steht also, falls s den Wert t annimmt, dann nehme ich halt genau den Wert xt von Omega. Diese Abbildung möchte ich betrachten. Jetzt möchten wir uns die Frage stellen, wie sieht es jetzt mit den Urbildern, also von messbaren Mengen aus E aus, also bezüglich welcher Sigma-Algebra sind die messbar. Also ich nehme jetzt eine Menge A aus dieser Borel-Sigma-Algebra her, gucke mir an die Paare aller S und Omega in dem kompakten Intervall 0 t kreuz Omega. Und die ich so wähle, dass xs Omega in der Menge A liegt. Was haben wir jetzt gesehen? Dadurch, dass diese Abbildung ja als die Summe über die Indikatorfunktion gegeben ist, dass es natürlich jetzt diese Menge ist das gleiche, als ich habe immer die halboffenen Intervalle k-1t durch n mal kt durch n. Und falls sozusagen dieses s in diesem Intervall liegt, dann weiß ich natürlich, ist das die Frage danach, ob xs n Omega in A liegt, gleichbedeutend damit, dass xkt durch n in A liegt. Über diese ganzen Mengen bilde ich natürlich die Vereinigung über alle k von 1 bis n. Und wenn wir zurückgehen, das Urbild von dieser Menge, von dieser Abbildung, die hier noch übrig geblieben ist, ist gerade diese einelementige Menge in t und in der Frage danach, ob xt in A liegt. Was sehen Sie hier jetzt? Das ist natürlich per Voraussetzung, wir haben angenommen, dass der Prozess xt adaptiert ist, wissen wir natürlich, das hier ist eine messbare Menge bezüglich der Sigma-Algebra kt durch n. Und das ist natürlich hier ein Teil Sigma-Algebra von der Sigma-Algebra ft, weil wir ja angenommen haben, ft ist eine Filtration. Das gleiche gilt, diese Menge ist eine ft-messbare Menge. Was wir damit gesehen haben, ist, das sind natürlich auch messbare Mengen bezüglich der Borel-Sigma-Algebra auf 0 und t, weil die halt von den halboffenen Mengen erzeugt wird. Auch diese einelementrige Menge ist bezüglich dieser Sigma-Algebra messbar. Damit haben wir gesehen, dass das Urbild in diesem Raum Sigma-Algebra auf 0t Tensor ft liegt. Das heißt, diese Abbildung, die jedem Paar bestehend aus Zeit und Omega den Wert xsn Omega zuordnen, das ist genau eine progressive ein progressiver Prozess. Also die Menge, die Urbilder sind halt, oder diese Abbildung ist halt Borel 0t Tensor ft messbar. Das war sozusagen der erste Schritt. Jetzt müssen wir den Übergang noch herstellen von diesem Prozess xns, also von unserer Diskretisierung auf den Originalprozess x. Hier nützt uns jetzt die Rechtsstetigkeit. Aufgrund der Rechtsstetigkeit wissen wir natürlich, der Prozess x n konvergiert für n gegen unendlich gegen den Prozess x. Und das gilt punktweise für jedes Omega in Omega und jeden Zeitpunkt s in 0t. Und jetzt wissen wir aber auch aus der Maßtheorie, dass der punktweise Grenzwert messbarer Funktionen messbar ist. Und daraus folgt auch die Messbarkeit der Abbildung, die jedem Paar s und Omega diesen Wert xs Omega zuordnet, und der ist natürlich dann auch messbar bezüglich dieser Borel-Sigma-Algebra auf 0t-Tensor mit der Sigma-Algebra ft. Das heißt, wir haben gezeigt, der Prozess x ist unter diesen beiden Annahmen, Adaptiertheit
und Rechtsstetigkeit progressiv. Hier eine kleine Frage an Sie. Wie muss man diesen Beweis modifizieren, dass er auch für linksstetige Prozesse durchgeht? Gut, nachdem wir sozusagen diesen Begriff von Progressivität gesehen haben, und der kommt zurück, den werden wir gleich benutzen, wollen wir uns jetzt mit der Frage auseinandersetzen, wie sieht es denn aus mit gestoppten Prozessen? Welche messbaren Strukturen haben diese Prozesse? Also insbesondere ist der gestoppte Prozess eine Zufallsvariable? Das wäre ja schön, wenn wir das hätten. Also dieser erste Satz macht genau dazu eine Aussage. Ich betrachte jetzt hier einen progressiv messbaren Prozess X auf meinem filtrierten Raum mit Werten halt in dem Zustandsraum E mit der Sigma-Algebra. Kalligraphisch E und ich nehme ihn zusätzlich noch eine Stoppzeit her. Und dann ist die Aussage des folgenden Satzes der, dass der gestoppte Prozess, also X zum Zeitpunkt der Stoppzeit, den definiere ich auf dem Ereignis, dass die Stoppzeit endlich ist, und zwar in folgender Art und Weise. XT von Omega ist nichts weiter als, ich gucke mir, werte erstmal die Stoppzeit aus an diesem festen Omega. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich dann den Prozess auswerte bei gegebenen Omega. Die Aussage ist, dass dieser gestoppte Prozess bezüglich der Sigma-Algebra FT, also dieser Sigma-Algebra der T-Vergangenheit, messbar ist. Das heißt, was wir nachher zeigen müssen, ist, dass für alle messbaren Mengen aus E gilt, dass diese Menge, nämlich dass der gestoppte Prozess in der Menge A ist, unter der Bedingung, dass die Stoppzeit endlich ist, in dieser Sigma-Algebra der T-Vergangenheit liegt. Das ist die eine Aussage. Die zweite Aussage ist, auch der gestoppte Prozess, also ich gucke mir hier an, den Prozess, wo ich das Minimum bezüglich der Stoppzeit und dem Zeitpunkt T betrachte, ist dieser Prozess progressiv. Schauen wir uns den Beweis im Detail an. Zum ersten Punkt. Also was wollen wir zeigen? Zu zeigen ist, dass diese Mengen, dass wir, also ich nehme hier eine messbare Menge A her, ich frage danach, ist diese Menge xt in A und die Stoppzeit ist endlich geschnitten mit die Stoppzeit ist kleiner gleich t, ein Element in ft. Warum muss ich mir das angucken? Wenn Sie sich daran erinnern, wie die Sigma-Algebra der T-Vergangenheit definiert war, dann war das nämlich genau die definierende Eigenschaft, dass ich eine Menge bezüglich der Sigma-Algebra der T-Vergangenheit messbar, wenn die Menge geschnitten mit diesem Ereignis in Ft liegt für jedes T. Was muss ich also machen? Ich halte erstmal einen Zeitpunkt T fest. Und ich betrachte die Abbildung Phi, die von Omega in diesen Produktraum geht, von 0t Kreuz Omega, die wie folgt gegeben ist. Ich ordne dem Wert Omega zu das Paar bestehend aus der Stoppzeit für die feste Realisierung Omega, Minimum t und Omega selbst. So, und da T ist ja eine, also Groß T ist ja eine Stoppzeit nach Voraussetzung, ergibt sich jetzt für jeden Zeitpunkt S aus dem Intervall 0T und jede messbare Menge aus BT. Jetzt muss ich erstmal mir das Urbild angucken. Also ich gucke mir an, dieses kompakte Intervall ST Kreuz B. Ich frage danach, was ist das Urbild dieser Menge? Das ist also nichts weiter als die Menge aller Omega, sodass das Minimum aus der Stoppzeit und der Zeitpunkt t in diesem Intervall st liegt, geschnitten mit der Menge b. Bei Omega soll ja in dieser, das Urbild unter dieser Abbildung ist ja in Bezug zu der zweiten Koordinate, es ist ja nichts weiter als die Identität, also habe ich hier den Schnitt mit b. Was heißt dieses erste Ereignis jetzt? Na, das ist ja nichts weiter als,
dass diese Stoppzeit zwischen S und T liegt. Jetzt können zwei Felder auftauchen. Entweder die Stoppzeit ist kleiner als T, dann habe ich halt die Bedingung, dass die Stoppzeit zwischen S und T liegt. Oder die Stoppzeit ist größer als T, dann ist halt die Stoppzeit größer als T. Und in beiden, wenn ich beide Felder zusammentue, erhalte ich genau die Menge, dass die Stoppzeit größer gleich S sein muss. Also dass dieses Ereignis hier ist das gleiche wie das Ereignis, dass die Stoppzeit größer als S ist. Die Stoppzeit größer als S ist natürlich messbar bezüglich der Sigma-Algebra Fs. Und die ist natürlich enthalten in der Sigma-Algebra Ft. Damit habe ich erreicht, das war auch eine Ft-messbare Menge. Das heißt, das Ganze hier ist eine Ft-messbare Menge. Das haben wir bereits gesehen. Das heißt, nichts weiter als, dass die Sigma-Algebra, die jetzt von allen kompakten Intervallen 0t Kreuz b erzeugt wird, dadurch, dass diese Sigma-Algebra gerade gleich der Borel-Sigma-Algebra auf 0t Tensor ft ist, daraus folgt also, dass diese Abbildung phi bezüglich dieser Sigma-Algebra messbar ist. Das heißt, was wir gesehen haben, wenn ich mir hier ein Urbild, dass der Borel-Sigma-Algebra auf 0t Tensor ft liege, nehme, dass das Urbild dann in der Sigma-Algebra ft liegt. Diese Messbarkeitseigenschaft haben wir gesehen. Weiterhin wissen wir auch, nach Voraussetzung der Prozess ist x ist progressiv. Das heißt, nichts weiter als per Definition, dass diese Abbildung messbar ist bezüglich dieser Sigma-Algebra. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Komposition der beiden Abbildungen angucke, also ich bin ja interessiert daran, an dieser Abbildung x zum Stoppzeitminimum t, dann kann ich diese Abbildung ja auch ausdrücken, dass nichts weiter als der Prozess x, der diese Paare betrachtet, verknüpft mit der Abbildung phi. Jetzt habe ich hier die Komposition messbarer Abbildung. Das heißt, diese Abbildung, die Omega auf diesem Prozess zuordnen, ist dann ft messbar. Und das gilt für alle messbaren Mengen a aus dieser Sigma-Algebra E. Was wir damit gezeigt haben, ist, dass dieses Ereignis hier in Ft liegt. Und das ist hinreichend dafür, um zu schließen, dass diese Aussage Stern gilt für jedes feste T. Und dann haben wir damit gezeigt, dass dieses Ereignis in der Sigma-Algebra der T-Vergangenheit liegt. Das war sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen jetzt zeigen, dass der gestoppte Prozess progressiv ist. Das heißt, wir müssen zeigen, dass für jedes feste T die Abbildung von diesen Paaren S und Omega auf diesem gestoppten Prozess XST Omega bezüglich dem Tensorprodukt aus Borel-Sigma-Algebra und der Sigma-Algebra FT messbar ist. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Na, die erste Beobachtung ist, okay, t ist nach Voraussetzung eine Stoppzeit. Was wir gesehen haben, dass, und eine konstante Zeit ist auch eine Stoppzeit, und wir haben bereits gesehen, dass das Minimum aus zwei Stoppzeiten wieder eine Stoppzeit ist. Und insbesondere wissen wir, diese Stoppzeit ist natürlich von oben durch t beschränkt. Also insbesondere endlich. Damit ist dann nach dem Punkt 1 diese Abbildung, also x, wo ich die auswerte zum Zeitpunkt t Omega t, bezüglich der T-Minimum T-Vergangenheit messbar. Weil, naja, die Stoppzeit ist endlich, das war die zweite Bedingung, die wir erfüllt haben müssen. Das heißt, was wir bereits wissen, ist, dass der Prozess, dieser gestoppte Prozess adaptiert ist bezüglich der Sigma-Algebra t, also Stoppzeitminimum t. Jetzt betrachten wir wieder eine Abbildung, und zwar diese Abbildung psi. Und die gilt
diesmal von dem Raum 0t Kreuz Omega auf wieder in den gleichen Raum 0t Kreuz Omega und ist wie folgt definiert. Ich ordne jedem Paar, bestehend aus Zeit und Omega, den Wert zu Stoppzeit zum Zeitpunkt Omega oder zu einer festen Realisierung Omega Minimum S. Das ist die erste Komponente und in der zweiten Komponente habe ich wieder nur Omega selber. Also in der zweiten Komponente habe ich die Identität und in der ersten Komponente habe ich Stoppzeit Minimum S. Jetzt nehme ich mir einen Zeitpunkt R aus dem Intervall 0t her. Ich nehme mir hier eine messbare Menge b bezüglich der Sigma-Algebra ft. Was ich mir jetzt angucken möchte, ist, ich möchte der Frage nachgehen, wie sieht es mit der Messbarkeit dieser Abbildung aus? Also gucke ich mir das Urbild an. Diesmal gucke ich mir das Urbild halt von diesem kompakten Intervall 0r Kreuz b. Na gut, was ist dieses Urbild? Das ist also alle Punkte s und Omega, sodass aus dem Intervall 0t Kreuz Omega, in der zweiten Komponente sollen wir aber an b liegen, das wäre hier Kreuz b. Und bezüglich der Zeitkoordinate soll gelten, dass diese Zufallsvariable Minimum s in diesem Intervall 0r liegt. Auch in dem Fall können wir jetzt wieder mehrere Fälle unterscheiden. Und zwar einmal den Fall, dass unser Zeitpunkt S im Intervall RT liegt. Also halb offen würde es hier sogar genügen. RT liegt. Das heißt, in dem Fall ist das Minimum aus T Omega Minimum S gerade T Omega auf diesem Ereignis, dass diese Stoppzeit in diesem Intervall liegt. Und ich erhalte in dem Fall nichts weiter als, dass die Stoppzeit kleiner gleich R sein muss, geschnitten mit B. Also nochmal zusammengefasst, in dem Fall, wo S größer gleich R ist, erhalte ich, dass dieses Ereignis sich auch schreiben lässt, oder dieses Ereignis, das hier steht, auch schreiben lässt als Stoppzeit kleiner gleich r geschnitten mit b, Tensor diesem Intervall. Und im Fall, dass der Zeitpunkt s in dem Intervall 0r liegt, muss ich jetzt wieder zwei Fälle unterscheiden, nämlich dass die Stoppzeit kleiner ist als s oder die Stoppzeit größer ist als s. Wenn ich die beiden Fälle auseinanderdrösel, komme ich auf den Fall, dass in dem einen Fall ich erhalte, dass die Stoppzeit dann zwischen 0 und s liegt, falls t Omega kleiner ist als s. Und im anderen Fall, wenn die Stoppzeit größer ist als s, dass s in dem Intervall liegt. Das haben wir aber schon angenommen. Das heißt, ich habe dann einfach nur die beiden Fälle Stoppzeit kleiner als s oder Stoppzeit größer als s. Die beiden Mengen, die Vereinigung dieser beiden Mengen ist der ganze Raum. Damit erhalte ich sozusagen nur den Schnitt mit dieser Menge b. Und was ich jetzt hier sehe, ist, das ist natürlich eine messbare Menge bezüglich der Borel-Sigma-Algebra auf 0t. Diese Menge ist auch messbar bezüglich der Borel-Sigma-Algebra 0t, auch die halboffene Menge. Das wäre auch kein Problem. Das war nach Voraussetzung eine FT-messbare Menge. Und das ist nach Voraussetzung eine, also das hier ist nach Voraussetzung, weil t ja eine Stoppzeit ist, eine FR-messbare Menge. Das heißt, dieses Ereignis liegt in FR. R wäre hier kleiner als t. Das ist eine FT-messbare Menge. Das heißt, wir erhalten auch hier eine FT-messbare Menge. Das heißt, das Urbild unter dieser Menge, unter dieser Abbildung Psi, liegt in der Borel-Sigma-Algebra 0t Tensor FT. Jetzt kann man hier auch wieder übergehen zu sagen, dass die Sigma-Algebra, die von diesen Mengen erzeugt wird, ist gerade auch wieder die Sigma-Algebra, die Borel-Sigma-Algebra auf 0t Tensor ft mit dem gleichen Argument wie vorher. Damit habe ich gesehen, dass die Abbildung Psi
b 0 t Tensor f t messbar ist. Und jetzt gilt als weiteres, wenn ich mir diese Abbildung angucke, die erst s und Omega auf dieses Paar t Omega s, Komma Omega abguckt und dann den Prozess x drauf anwende, der mir die Abbildung dann, also dieses Paar von Zeit und Omega auf dem Prozess zum Zeitpunkt Zeit, also in diesem Zeitpunkt und Omega abbildet, dann habe ich eine Komposition aufgrund der Progressivität von x von messbaren Abbildungen. Daraus folgt die Messbarkeit dieser Abbildung, die dem Tupel bestehend aus Zeit und Omega den Wert des gestoppten Prozesses zuordnet. Damit haben wir gerade die progressive Messbarkeit gezeigt. Gut, kommen wir jetzt zur Frage. Ich möchte jetzt ein Beispiel angeben von Stopp- und Optionalzeiten, die durch den Prozess gegeben sind. Also bisher hatten wir ja betrachtet Stopp- und Optionalzeiten und ihre Eigenschaften, aber die hatten noch keinen Zusammenhang zum Prozess. Und jetzt möchte ich hier zwei Beispiele haben, die durch Stopp- und Optionalzeiten, die durch den Prozess gegeben sind. Also ich betrachte einen Prozess X auf meinem messbaren Raum Omega F mit Werten in dem Zustandsraum E mit diesem Sigma-Algebra kalligraphisch E. Ich nehme mir eine Teilmenge A aus diesem Raum E her. Und dann möchte ich, dann heißt diese Abbildung SA oder S Index T, die wie folgt gegeben sind. Also für ein festes Omega sei diese zufällige Zeit S zum Index A gegeben als das Infimum über alle Zeitpunkte strikt größer als 0. Also ich suche den kleinsten Zeitpunkt T größer als 0, sodass der Prozess XT in dieser Menge A liegt. Und das wäre die erste Rückkehrzeit. Warum Rückkehrzeit? Naja, wenn der Prozess in A starten würde, dann würde ich mir ja das erst angucken zum Zeitpunkt der ersten Rückkehr. Das kann aber auch bedeuten, Zeiten sozusagen, wenn der Prozess einfach stehen bleibt, dann wäre das auch die Rückkehr in dem Fall. Denn die zweite zufällige Zeit ist dieses Zufallsvariable TA, und das ist die erste Eintrittszeit, und hier ist die Definition fast genauso. Ich gucke mir an den ersten Zeitpunkt T größer gleich 0, sodass der Prozess XT in der Menge A liegt. Das ist die erste Eintrittszeit. Also Unterschied ist, dass die erste Zufallsvariable ist die erste Rückkehrzeit, und zweite ist die erste Eintrittszeit. Konvention hier ist, dass das Infimum der leeren Menge immer unendlich sein soll. Die erste Bemerkung, die ich hierzu habe, ist, dass jede Stoppzeit eine Eintrittszeit ist. Und die Konstruktion, um sich davon zu überzeugen, geht die Konstruktion wie folgt. Ich definiere mir, also wenn ich nur eine Stoppzeit habe, habe ich ja keinen Prozess a priori, also definiere ich mir einen Prozess. Der Prozess xt Omega ist einfach gegeben durch die Indikatorfunktion auf dem abgeschlossenen Intervall 0, T Omega, und das heißt sozusagen, diese Abbildung definiere ich bezüglich jedem Omega, und das ist erstmal eine messbare Abbildung, also eine Zufallsvariable. Und jetzt sehe ich das Folgende, dass wenn ich mir die Eintrittszeit in die Menge 0 angucke, das ist ja nach Definition, also ich gucke mir diesen Prozess an. Ich frage danach, was ist der kleinste Zeitpunkt, dass dieser Prozess in der Menge 0 landet. Das heißt, dass der kleinste Zeitpunkt, dass dieser Prozess gerade 0 ist, das ist aber sozusagen gegeben, dass klein t nicht mehr in diesem Intervall liegt. Das heißt, für jedes t in dem offenen Intervall Stoppzeit zum Zeitpunkt t Omega und unendlich, über diese Menge bilde ich das Infimum, und das ist gerade gegeben durch unsere Stoppzeit t. Also wir sehen, jede Stoppzeit ist eine Eintrittszeit. Ich möchte noch zwei weitere
Beispiele von Stopp- und Eintrittszeiten oder besser gesagt deren Eigenschaften jetzt untersuchen. Und zwar, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Struktur. Also ich nehme jetzt sei x ein adaptierter stochastischer Prozess mit Zustandsraum E und der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra, weil ich hier jetzt annehmen möchte, dass der Raum E wieder eine metrische Struktur hat. Und jetzt möchte ich mir spezielle Mengen hernehmen. Also die Definition von Rückkehr- und Eintrittszeiten war für beliebige Mengen. Jetzt möchte ich aber annehmen, hier, dass die Menge, die ich betrachten möchte, einmal offen ist. Ich möchte annehmen, dass der Prozess x rechts oder links stetig ist. Und dann gilt, dass die beiden Stoppzeiten, also dass nicht die beiden Stoppzeiten, dass die Eintritts- und die Rückkehrzeit FT-optionale Zeiten sind. Wenn ich hingegen annehme, dass die Menge A, Teilmenge E, abgeschlossen ist und x stetig ist, dann gilt, dass die Eintrittszeit TA in diese Menge A eine Stoppzeit ist, während die Rückkehrzeit in die Menge A, die erste Rückkehrzeit, eine optionale Zeit ist. Sie sehen also hier genau, warum wir die Begriffe von optionaler Zeit und Stoppzeit eingeführt haben. Die Rückkehrzeit ist sozusagen selbst für stetige Prozesse im Allgemeinen nur eine optionale Zeit, während die Eintrittszeit unter der zusätzlichen Annahme, dass A abgeschlossen und stetig ist, sogar eine Stoppzeit ist. Dieser Satz lässt sich noch verallgemeinern auf beliebige messbare Mengen aus der Borel-Sigma-Algebra. Allerdings ist der Beweis relativ aufwendig. Hier noch eine kleine Bemerkung. Falls der Prozess X rechtsstetig ist und unser Zustandsraum höchstens abzählbar ist, in dem Fall wissen wir, dass jede Teilmenge des Zustandsraumes sowohl offen als auch abgeschlossen ist, dann ist die Eintrittszeit in jede beliebige Menge aus E eine Stoppzeit. Warum? Naja, weil in dem Fall jede Menge halt sowohl offen als auch abgeschlossen ist. Dass es abgeschlossen ist, in dem Fall genügt, dadurch, dass wir einen abzählbaren Raum haben, wir haben einen diskreten Raum, genügt schon Rechtsstetigkeit. Wir brauchen hier nicht mal die Stetigkeit. Kommen wir also zum Beweis. Ich möchte erstmal den ersten Teil beweisen. Also ich nehme mir also eine offene Menge her und x kann rechts oder links stetig sein. Und ich nehme mir jetzt einen Zeitpunkt t, der strikt größer ist als 0 her und frage danach, was bedeutet es denn, dass die Eintrittszeit in diese offene Menge o strikt kleiner ist als t? Naja, das heißt doch nichts weiter, als es existiert ein Zeitpunkt s in diesem halboffenen Intervall 0t, sodass der Prozess xs in dieser offenen Menge liegt. Das heißt, ich habe hier so einen Zeitpunkt gefunden, wo ich hier irgendwie in dieser offenen Menge liege. Dadurch, dass der Prozess ja rechtsstetig ist, bedeutet das insbesondere auch, dass wir uns zurückziehen können auf eine abzählbar dichte Teilmenge von diesem halboffenen Intervall. Sprich, wir finden auch eine rationale Zahl in 0t, sodass der Prozess zum Zeitpunkt q in dieser offenen Menge liegt. Warum? Naja, wir können ja, wenn wir diesen Zeitpunkt kennen, können wir da drum sozusagen um diesen Ort erstmal eine kleine offene Kugel legen. Dadurch, dass wir wissen, dass der Prozess rechtsstetig ist, finden wir also auch eine Umgebung, in der der Prozess in dieser kleinen Umgebung von diesem Punkt offen, also in dieser Umgebung um diesen Punkt liegt. Dadurch, dass die Menge offen ist, existieren so eine offene Umgebung. Und damit wissen wir auch, dann können wir uns auch einen Zeitpunkt Q wählen, der rechts von diesem Zeitpunkt S liegt, sodass der Prozess X zu diesem Zeitpunkt in dieser offenen Menge liegt. So, jetzt wissen wir nach Voraussetzung auch, der Prozess ist adaptiert. Das heißt, wenn ich mir jetzt angucke,
dieses Ereignis, also die Menge aller Omega, sodass die Eintrittszeit in diese offene Menge strikt kleiner ist als t. Das ist dann nichts weiter als die Menge aller Omega, sodass ein rationales Q in diesem halboffenen Intervall existiert, sodass der Prozess in dieser Menge O liegt. Dieses existiert übersetzt sich in die Vereinigung über alle rationalen Zahlen aus diesem Intervall, halboffenen Intervall 0t geschnitten mit Q halt, dass xq in der Menge O liegt. Und jetzt sehen Sie, dadurch, dass der Prozess adaptiert ist, ist das halt eine fq-messbare Menge. Und aufgrund der Filtrationseigenschaften liegt natürlich fq in der Sigma-Algebra ft. Damit sehe ich also, dass diese Menge ft-messbar ist. Und in Lemma 1.1 haben wir gesehen, dass diese Eigenschaft charakterisierend ist für optionale Zeiten. Das heißt, diese Eintrittszeit in die offene Menge für rechtsstetige Prozesse oder für linksstetige Prozesse ist halt eine optionale Zeit. Das gleiche Argument gilt auch bezüglich der Rückkehrzeit. Gucken wir sozusagen uns jetzt den zweiten Punkt an. Wir möchten jetzt zeigen, dass für eine abgeschlossene Menge die Abbildung TA eine Stoppzeit ist. Zunächst einmal eine kleine Beobachtung, und zwar für jede beliebige Menge A gilt, dass wenn ich mir die Abbildung angucke, den Punkt X bilde ich ab auf den Abstand zwischen dem Punkt X und der Menge A, und das war definiert als das Infimum über alle Elemente Y aus A. Und ich gucke mir an den Abstand zwischen x und y. Also das war die Definition von dem Begriff des Abstandes zwischen einem Punkt und einer Menge. Und für jede beliebige Teilmenge a aus e ist das eine stetige Abbildung. Damit wissen wir aber auch, dass wenn ich jetzt den Zeitpunkt s abbilde auf den Abstand von xs zu a, das ist auch eine stetige Abbildung, als Komposition stetige Abbildung. Insbesondere wissen wir dann auch, diese Abbildung ist in S messbar. Das gilt hier jetzt für jedes Omega. Weiterhin wissen wir aber auch, dass diese Abbildung bezüglich Omega FS messbar ist, weil der Prozess X ja adaptiert war nach Voraussetzung. So, nehmen wir jetzt 1 zu 1 eine abgeschlossene Menge A her. Wir nehmen uns auch noch einen Zeitpunkt t her und jetzt betrachten wir dieses Ereignis, dass xt strikt größer ist als a. Was bedeutet das? Das heißt nichts weiter als, dass für alle Zeitpunkte s in diesem Intervall 0t der Prozess xs nicht die Menge a erreicht hat. Mit anderen Worten, dass der Abstand zwischen xs und a strikt größer ist als 0 für alle Zeitpunkte s im Intervall 0t. Das bedeutet ja nichts weiter als, und hier benutze ich jetzt die Stetigkeit unter anderem, dass ein n existiert. Also was wissen wir? Also wir wissen ja, der Prozess x ist stetig. S ist hier aus dem kompakten Intervall 0t. Das heißt, der Prozess, also dieser Pfad für festes Omega, xs Omega, für s zwischen 0 und t ist auch eine kompakte Menge. Was wir hier jetzt rausbekommen haben, das Infimum, also das war ja hier ein Infimum definiert, über eine kompakte Menge, ist aber einer stetigen Funktion. Das Infimum sozusagen ist ein Minimum, wird also angenommen. Das heißt, es existiert hier ein n aus den natürlichen Zahlen, sodass dieser Abstand größer gleich 1 durch n ist. Und das gilt hier für alle Zeitpunkte s aus 0t geschnitten q, wobei ich hier jetzt auch wieder benutzt habe, dass ich aufgrund der Stetigkeit mich auf eine abzählbare Teilmenge von 0t zurückziehen kann. Dieses Ereignis kann ich jetzt auch sozusagen mit Hilfe von Durchschnitten und Vereinigungen schreiben, nämlich die Existenzquantor
übersetzt sich in die Vereinigung über alle n. Und die zweite Bedingung ist, ich bilde den Durchschnitt über alle Zeitpunkte s aus 0t geschnitten q. Und ich gucke mir halt dieses Ereignis an, dass der Abstand zwischen xs und der Menge a größer gleich 1 durch n ist. Und dadurch, dass x adaptiert ist, wissen wir, dass das hier eine fs-messbare Menge ist. Und die ist natürlich enthalten auch in dieser ft-messbaren Menge. Und diese abzählbaren Durchschnitte und Vereinigungen von diesen messbaren Mengen sind dann natürlich auch wieder messbare Mengen und insbesondere liegen sie in FT. Und damit haben wir jetzt gezeigt, wenn wir zum Komplement übergehen, dass die zufällige Zeit TA kleiner gleich T, dass dieses Ereignis in FT liegt. Und das war ja gerade die Definition von der Stoppzeit. Damit ist also TA eine Stoppzeit. Wie sieht es jetzt aus mit der ersten Rückkehrzeit in die Menge A? Was ändert sich daran an diesem Argument? Ja, die einzige Änderung ist sozusagen der erste Schritt. Also ich nehme mir auch wieder eine abgeschlossene Menge A her. Ich nehme mir diesmal einen Zeitpunkt T, der strikt größer ist als 0. Ich gucke mir an, dass diese erste Rückkehrzeit das größer ist als T. Was bedeutet das? Das bedeutet ja nichts weiter als, dass für alle S in diesem halboffenen Intervall 0t der Prozess xs nicht diese Menge a erreicht hat. Jetzt möchte ich im ersten Schritt erstmal dieses halboffene Intervall ausdrücken. Das ist ja nichts weiter als, ich bilde hier die Vereinigung über alle m aus den natürlichen Zahlen, sodass der Prozess xs nicht die Menge a erreicht hat für alle s aus diesem abgeschlossenen Intervall 1 durch m und t. Jetzt haben wir bereits gesehen in der Rechnung zuvor, dass wir diese Menge auch schreiben können als das, die Vereinigung über alle n und den Durchschnitt über alle s aus diesem abgeschlossenen Intervall 1 durch m, t, geschnitten mit den rationalen Zahlen, dass dieses Ereignis hier, also dass der Abstand zwischen xs und a größer ist als 1 durch n. Jetzt haben wir hier auch wieder eine abzählbare Vereinigung bzw. einen abzählbaren Durchschnitt von fs-messbaren Mengen und s ist strikt kleiner als t, die liegen also alle in ft und damit haben wir gezeigt, dass dieses Ereignis ft messbar ist. Jetzt sieht es so aus, sozusagen für alle Zeitpunkte t strikt größer als 0, als wenn, da können wir ja daraus schließen, dass die Rückkehrzeit kleiner gleich t in ft liegt. Also es sähe so aus, als wenn das eine Stoppzeit wäre. Der Unterschied liegt jetzt aber im Zeitpunkt 0. Gucken wir uns an, was passiert, wenn t gleich 0 ist. Dann möchte ich mir hier jetzt einfach das Ereignis angucken, dass diese erste Rückkehrzeit kleiner gleich 0 ist. Na gut, wir wissen, sie ist positiv, also gleich 0 ist. Das ist ja nichts weiter als der Durchschnitt über alle m aus den natürlichen Zahlen, sodass die Rückkehrzeit strikt kleiner ist als 1 durch m. Dieses Ereignis, also diese Menge ist natürlich enthalten in der Menge, dass die Rückkehrzeit kleiner gleich 1 durch m ist. Also wenn wir die Seite hier größer machen, erhalten wir halt nur höchstens mehr Omega, die dieses Ereignis oder dieser Bedingung genügen. Was wissen wir jetzt hier? Aus der vorgehenden Rechnung wissen wir aber, diese Ereignisse liegen in ft, also das heißt, die Rückkehrzeit in die Menge a kleiner gleich t liegt auch in ft. Das heißt, diese Ereignisse hier liegen in der Sigma-Algebra 1 durch m. Jetzt bilde ich hier also den Durchschnitt über alle diese m's und das war ja gerade die definierende Eigenschaft von dieser Sigma-Algebra F0+.
Jetzt haben wir hier gezeigt, aha, zum Zeitpunkt 0 liegt dieses Ereignis aber nur in F0 plus. Das heißt, diese Rückkehrzeit, erste Rückkehrzeit in die Menge A ist also eine optionale Zeit. Was haben wir jetzt hier gesehen? Den großen Unterschied spielen also die Punkte, die am Rand liegen. Das kann man sich auch ziemlich klar machen. Also ich nehme mir eine abgeschlossene Menge. Ich starte den Prozess am Rand dieser abgeschlossenen Menge. Im Falle von der ersten Eintrittszeit wäre dann natürlich der Wert der ersten Eintrittszeit 0, per Definition. Hingegen bei der ersten Rückkehrzeit hängt es jetzt davon ab, was der Prozess sozusagen ein bisschen in der Zukunft macht. Also wenn er stehen bleibt, dann wäre auch die erste Rückkehrzeit 0. Allerdings, wenn er sozusagen instantan erstmal diese Menge den Rand verlässt, also ins Komplement der Menge A geht, dann wissen wir jetzt plötzlich, da haben wir eine offene Menge. Dadurch, dass der Prozess ja stetig angenommen ist, finden wir also auch noch ein Zeitintervall 0 Epsilon, sodass der Prozess in der offenen Menge ist. Und das bedeutet ja nichts weiter, als dass die erste Rückkehrzeit in dem Fall dann strikt größer ist als 0. Was wir hier sehen an diesem Argument ist, um zu unterscheiden, ob die erste Rückkehrzeit bei Start im Rand 0 oder größer 0 ist, müssen wir ein klein wenig in die Zukunft gucken. Und das ist genau der Unterschied zwischen diesen beiden Stoppzeiten. Gut, lassen Sie mich zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Wir haben heute uns auseinandergesetzt mit Messbarkeitsfragen. Und zum anderen haben wir kennengelernt zwei Beispiele für Stopp- und optionale Zeiten, nämlich diese Eintritts- und Rückkehrzeiten. Die werden eine entscheidende Rolle später in der Anwendung der Theorie der Markov-Prozesse auf die Lösung von partiellen Differentialgleichungen haben. Da werden wir darauf nochmal zurückkommen.